Schauen wir mal. Komplettlösung für Mario Sunshine. So, sobald du den Schalter gedrückt hast, 8 rote Münzen versteckt, direkt am Eingang. Für die zweite kletterst du erneut die Damentoilette hinauf, besprühst das Boohoo-Bild mit Wasser und du findest die zweite rote Münze. Verlass den Raum und geh Richtung Treppe. Hier liegt auch schon die nächste Münze. Ein Stockwerk höher ist an gleicher Stelle die vierte Münze. Die fünfte Münze befindet sich im Wasserbecken, wo du einst die Insignie der... Ach so, ja, klar. Kletter nun wieder ins dritte Obergeschoss. Springe auf dem Bett in den Mauer, wo die Tür offen steht. Gebrochene Fläche, Stampfattacke. Hellen Boden ein, Lagerraum. Na, schauen wir mal. Okay, versuchen wir es dann gleich nochmal. Eine Münze weiß ich jetzt, glaube ich, zumindest. Die ich vorher nicht wusste. Bei den anderen bin ich mir nicht sicher. Aber vielleicht ergibt sich das ja. Jetzt, dann. Mama mia. Ah, Mama mia. Aber wirklich. Hallo, Aldus. Das ist mein böser Zwilling hat heute übernommen, deswegen sehe ich anders aus. Rumschreien, rumtrampeln. Aha. Den Hund anschreien. Oh Gott, Möbel verrücken. Sachen auf Boden schmeißen. Was machen denn die da? Um 3 Uhr nachts den Rasen mähen. Okay. Na gut. In unserer alten Wohnung hatten wir auch Nachbarn, die gerne mal mitten in der Nacht plötzlich so rumgeschrien haben, dass bei uns die Regale gewackelt haben und rumgetrampelt haben. Das kenne ich. Nee, wir sind beide böse Zwillinge. Wir sind beide gleich böse, aber das Gute ist, dass jeder von uns sagen kann, der andere ist der Böse, weil es nicht gelogen ist. Und somit, na, haha, genial. Weil die meisten gehen davon aus, dass man dann der Gute ist. Aber es gibt keinen Guten. So. Na also, immerhin, eine Münze haben wir. Ach komm schon, muss ich wirklich das Rätsel hier machen, damit ich hier durchkomme unter Zeitdruck. Ah, oh, beweg dich! Hier ist aber leider gar nichts. Mist, eine Münze mehr als zuvor, aber es fehlt immer noch eine, die ich jetzt nicht weiß. Jetzt sammle ich erstmal alle anderen. Das müssten jetzt dann 7 sein. Und dann schaue ich nochmal nach, der Reihe nach, welche wir vergessen haben. Ich habe mir jetzt irgendwie angefangen, als so Tradition, dass ich bei den Streams immer ein Glas Wein trinke. Und eigentlich finde ich das ganz cool. Aber heute fällt mir gerade ein, habe ich irgendwie noch nichts gegessen. Und jetzt wird mir ein bisschen schlecht. Heute ist es nicht so cool.
Aber wenn der Stream vorbei ist, mache ich mir erstmal eine Pizza. Das wird toll. Ahaha. Na also, jetzt haben wir es. Dachte ich, aber eine fehlt noch irgendwie. Ah ja, genau, hier. Yippidi! Duda Day! Sehr schön. Ach, das passt schon. Ich höre einfach auf, Wein zu trinken, dann geht's auch. Ich bin ja nicht betrunken oder so, nur mein Magen mag gerade das nicht so gern. Es stimmt auch nicht, dass ich nichts. Ich habe heute Morgen ein Brötchen gegessen. Also ich habe nicht ganz nichts gegessen. An die Zeichen an der Wand hätte ich auch schon gedacht, ja. Aber ich glaube, da kommen immer nur Münzen draus. Ja, ich weiß, ich esse ja nach dem Stream noch eine Pizza. Alles gut. Schnapp dir Mario Morgana. Ach was, hier ist er auch. Na dann. Oh, ich kann mir vorstellen, dass das in diesem Level super lästig ist. Ich glaube, hier gibt es eine Passage, wo er durchs Wasser schwimmt. Wo ich mich immer gefragt habe, warum kann der durchs Wasser schwimmen? Aber mein Wasserwerfer macht ihm Schaden, der aber nur mit dem Wasser befüllt ist, das hier ist. Also, ich meine, ne? Ja, genau. Warum? Das macht überhaupt keinen Sinn. Was soll das? Bist du jetzt empfindlich gegenüber Wasser oder nicht? Entscheide dich. Ah. Oh. Nein, Mario, was machst denn du bitte? Wenn man da ein bisschen schräg dran ist, springt er nämlich immer schräger und schräger und schräger, bis die Milch zum Kakao wird und dann hat man den Salat. Oh, nein, ey. Oh, manchmal kotzt mich das an hier. Aber über die nicht so exakte Steuerung, wie man das aus Mario-Spielen gewohnt ist in Mario 4 und Mario Sunshine, habe ich mich ja schon die letzten Streams ausreichend beschwert. Ich finde das auch ein bisschen nervig, dass man das Jetpack in der Luft nur einmal anmachen kann. Und dann so lange, wie man will, oder sehr lange zumindest. Aber wenn man einmal ausmacht, kann man es nicht wieder anmachen, um seine Höhe zu regulieren oder so. Warum eigentlich? Also ich muss schon sagen, Bowser Jr. ist ein besserer Mario, als ich das bin. Der hat die Sprünge besser drauf. Stirbt schon da oben, meine Güte. So, wo ist er denn jetzt? Da ist er. Vielleicht ist Bowser Jr. in Wirklichkeit der echte Mario. Und ich bin die Fälschung. Weil ich meine, irgendwie kann der besser springen und so. Wo ist er denn jetzt hin? Ah, hier. Nimm das! Ach, come on. So. Jetzt ist er wieder runter und jetzt geht alles wieder von vorn los, oder? Ja, na also. Cool. So oft habe ich ihn gar nicht getroffen gefühlt. Nett von dem Spiel. Hast du mal Hanuta-Riegel probiert? Meinst du jetzt grundsätzlich oder wie? Aber grundsätzlich schon. Käsedöner. Ein Döner mit Käse statt Fleisch. Gibt's sowas wirklich? Das klingt lecker. Aber ich esse immer Falafeldöner. Die finde ich auch wirklich geil.
Das sind einfach nur Falafeln statt Fleisch im Döner. Ansonsten ist alles der Döner weg. Falafeldöner sind toll. Na, so Hochdruck sieht der Wasserwerfer, den Mario da benutzt, nicht aus. Also heute das erste Mal gegessen, wirklich? Ach so, Hanuta-Regel, ich dachte jetzt einen Falafeldöner, das wäre ja ein irrer Zufall gewesen. Dann habe ich vielleicht noch keinen gegessen. Ich meinte jetzt, du meinst einen ganz normalen Hanuta, dachte ich jetzt. Ich wusste gar nicht, dass es dann Riegel quasi gibt. Die kenne ich dann nicht, nee. Ein Schweizer Käsedöner. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber es gab in Passau, vielleicht gibt es den immer noch, einen Laden. Als ich noch Fleisch gegessen habe, war ich da echt immer gern. Der hat sich auf Leberkäse spezialisiert und der hatte quasi Leberkäse in ganz vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und das war schon lecker. Und mein Lieblingsleberkäse war der Kaskas, hieß der. Also quasi Leberkäse mit Käsefüllung. Und das war echt ziemlich lecker, der Kaskas. Genug Druck, dass er als Jetpack dienen kann. Das stimmt auch wieder. Ich meine, das könnte auch vielleicht, kann Mario deswegen so gut springen, weil er so leicht ist. Deswegen braucht er nicht so viel Druck. Aber andererseits sterben die Pilze und Schildkröten, wenn er drauf springt. Schwierig. Hanuta mit Knoppers. Ist wie Hanuta mit Knoppers und dann mit Schoko überzogen. Ha. Ja, klingt auf jeden Fall gut. Jetzt habe ich nicht gelesen, was ich machen muss. Der Fisch und die roten Münzen. Oh. Immer diese roten Münzen. Folgen die Level in Sunshine eigentlich immer der gleichen Struktur? Also immer zum Schluss quasi. Anti-Mario jagen und dann Münzenjagd. Es scheint fast so, nämlich. Als wäre das so. Am Kinn. Ist was Schlimmes. Als Kind war man entweder Team Knoppers oder Team Hanuta. Wirklich? Ich glaube, ich hatte da keine Präferenzen, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich mochte beides gern. Wenn ich jetzt so zurückdenke, glaube ich, habe ich öfter Hanuta gegessen, glaube ich. Habe ich mehr Erinnerungen dran zumindest. Aber jetzt nicht, weil ich das großartig lieber mochte. Gab's nur öfter. So. Geronimo! Hanuta hat leider die Fußballbilder. Warum leider? Weil du die lieber nicht gekauft hättest, aber du hättest gern die Bilder gehabt oder andersrum? Kennt jemand von euch das Kinderbuch Swimmy? So ungefähr ist dieser Fisch hier. Und jetzt ist er explodiert. Das kommt in Swimmy nicht vor. Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Komm schon. Nein.
Die Steuerung hier. Ich meine, wenigstens muss ich jetzt nicht gegen den riesigen Aal kämpfen und seine Zähne säubern. Das war wirklich nervig. Aber verdammt, ey. Was ist denn hier los? Und warum explodiert der Fisch immer wieder und verteilt seine Münzen überall und macht sie quasi unsammelbar? Mit dieser seltsamen, seltsamen Jetpack-Steuerung von dem Spiel unter Wasser. Es ist schon komisch, wenn ich nicht Mario 64 unmittelbar davor gespielt hätte, würde ich sagen, naja, mein Gott, ist halt schon ein bisschen älter, das Spiel da, ne, war das halt mit der Steuerung noch nicht so. Aber Mario 64 funktioniert auf so vielen Ebenen so viel besser, dass ich mir echt denke, so, das ist in vielerlei Hinsicht echt ein Rückschritt gewesen, Mario Sunshine. Man wollte halt was Neues probieren. Und manche Sachen macht es auch besser. Die Steuerung von Mario ist grundsätzlich schon direkter. Er ist nicht so träge, nicht so schwerfällig. Aber dafür so ungenau. So schwammig auch. Ich habe das Gefühl, die ganzen gelben Münzen habe ich schon ganz gut weggesammelt. Nur die, die ich eigentlich haben will, kriege ich nicht. Oh mein Gott, das ist wirklich nicht so toll hier. Ich glaube, ich muss schon langsam mal woanders Münzen tanken, bevor ich wieder die Verfolgung aufnehme. Ich überlege, weil ich denke mir die ganze Zeit, mache ich was falsch? Muss ich irgendwie, kann ich die Steuerung irgendwie auf sinnvoll umschalten oder so? Aber ich glaube nicht, ich glaube wirklich, das ist so. Er ist so träge und das Momentum ist so, das baut sich so langsam auf und dann kann man aber nicht mehr abbremsen. Wie soll ich da diesen Münzfisch gezielt anvisieren? Hä? Wo ist er denn jetzt? Ah, überall. Ja, eine haben wir wieder. Na komm. Nein! Ah, jetzt hat der Münzfisch seinen Schweif quasi so an mir vorbeigewedelt. Mann, ey. Der nervt. Bremsen. Ja. Der ist immer ziemlich hoch, nachdem der explodiert. Oh Gott. Gott, ey. Oh Gott, das ist so schmerzhaft. Dass der Wasserwerfer quasi, ne, die Kamera so verblubbert, macht es nicht gerade leichter. Es ist furchtbar. Also wirklich. Dann doch lieber keine Unterwasserlevel, wenn die so aussehen. Nein, jetzt löst er sich schon wieder auf. Oh mein Gott. Das ist ja die Hölle. Jo, ist, glaube ich, gerade ein guter Zeitpunkt, um kurz off zu sein. Ich hoffe, in einer halben Stunde, wenn du wieder da bist, habe ich die roten Münzen. Mal schauen. Ich kann es nicht versprechen. Als ob es nicht schon... Warum muss der Fisch immer explodieren? Als ob es ohne die Fischplosion nicht schon schwer genug wäre, diese Münzen zu kriegen. Fischplosion! Jetzt ersticken wir gleich. Wenn ich jetzt nicht gleich eine Münze kriege, dann sind wir Game Over. Und ich komme einfach nicht an die Münzen ran. Oh mein Gott, ich hasse das Spiel gerade so, so sehr. So sehr. Langsamer sinken kann man leider auch nicht.
Es ist schlimm. Vielleicht ihm entgegenschwimmen statt hinterher. Naja, aber dann treffe ich die Münzen noch weniger. Wenn ich ihm hinterher schwimme, habe ich wenigstens die Chance, dass es einen zufälligen Zusammenstoß gibt, habe ich das Gefühl. Ich bin schon wieder halb erstickt, bis ich überhaupt auf Höhe von dem Fisch bin. Und jetzt löst er sich eh schon wieder auf. Wo fliegen denn die roten Münzen hin? Vielleicht kann ich mal schauen, wo die hinfliegen und da auf die warten. Eine fliegt irgendwie nach da hinten. Ich gehe jetzt nach da hinten und warte. Aber hier sind keine Münzen. Ich erstick gleich schon wieder. Aber wenn ich jetzt wieder runtertauche, um Sauerstoff zu tanken... Das hat irgendwie auch keinen Sinn. Aber das war so knapp. Ich hasse es. Nein. Ich kann nicht mehr. Das macht mich fix und fertig. Das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz schlimme Steuerung. Ich weiß nicht, wie das im fertigen Spiel landen konnte. Ich weiß es wirklich nicht. Ist wirklich eine Katastrophe, finde ich. Aber ich glaube, das gehört so. Ich glaube, ich mache nichts falsch. Das ist ja das Traurige. Trotzdem machen wir es nochmal. Okay. Na, jetzt müssen wir erst wieder hochklettern. Dammit. Hey, ich sehe gerade, die haben eine Leine gespannt. Ah, wahrscheinlich eine Abkürzung, die ich beim ersten Mal übersehen habe. Ich nehme es zumindest an, oder? Ich habe heute Gerüchte gelesen, dass ein Nachfolger von The Outer Worlds in der Mache sein soll. Da habe ich mich echt gefragt, braucht den irgendwer? Ich fand jetzt The Outer Worlds nicht irgendwie total schlecht oder so, aber so richtig gut war das auch nicht. Und gibt es Outer Worlds Fans da draußen? Gibt es Leute, die sagen, boah, Outer Worlds, das Rollenspiel des Jahres. Ich kann kaum erwarten, bis der zweite Teil kommt. Ich meine, vielleicht gibt es die. Kann schon sein. Aber das kam mir jetzt nicht vor wie ein Spiel, wo ich sage, okay, dann machen wir eine geile Franchise draus. Vor allem, weil die doch ihr Awoven gerade machen. Das heißt aber Awowed. Awowed, genau. Von Wow. Also Schwur quasi. Awowed, nicht Awove. Ich weiß nicht, warum ich Awoven habe ich immer drin. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber so ist das bei mir gespeichert. Die sollen jetzt lieber Fallout New Vegas 2 machen. Wenn die schon die Fallout-Lizenz haben. Da habe ich gar nicht dran gedacht, aber die Macher von Wasteland sind ja auch bei Microsoft, ne? Dann können die gleichen Fallout Tactics Spin-Off machen und so. Jetzt, wo Microsoft die Lizenz hat, gibt es hier die große... Also, wenn es nach mir ginge, gäbe es jetzt die große Fallout-ception. Alles. Alles Fallout. Ich mag Outer World. Ja, wie gesagt, ich finde es ja eh auch nicht schlecht. Aber wirklich? Naja, aber gut. Anscheinend, vielleicht, eventuell laut Gerüchten, ist auf jeden Fall ein zweiter Teil in Arbeit. Aber genau. Jetzt könnte es ein Fallout-Spin-Off von Obsidian geben. Ein Fallout Tactics von den Wasteland-Machern, die ja quasi auch ein großer Teil des Original-Fallout-Teams sind. Das wäre gut. Ich wäre dafür. Ich stimme dafür. Ich habe Bill Gates schon angerufen und habe ihm gesagt, hey, wie sieht's denn aus mit Fallout und so? Und dann hat er gesagt, Landsquid, machen wir.
Die letzte rote Münze. Ich hatte jetzt echt Glück, aber ich habe keine Ahnung, wie wir die letzte rote Münze kriegen sollen. Ich habe mir das jetzt auch mal gedacht. Das hat in einem Podcast jemand gesagt und ich habe mir gedacht, stimmt eigentlich. Meint ihr, es gibt Ubisoft-Fans? Ich meine, klar, viele Leute spielen oft irgendwelche Ubisoft-Spiele. Aber gibt es so wie Nintendo oder Bethesda-Fans oder wie auch immer oder Rockstar-Fans, gibt es Ubisoft-Fans, die sagen, boah, Ubisoft, bester Entwickler, bester Publisher, freue mich immer auf jedes Ubisoft-Spiel? Es gibt bestimmt so Assassin's Creed-Fans und sowas. Aber so Ubisoft-Fans? Aber wahrscheinlich gibt's die. Es gibt alles. Oh Gott, ich denke mir das nur, weil Ubisoft hat ja auch seinen eigenen Abo-Streaming-Dienst-Zeugs. Okay, wir müssen Sauerstoff tanken. Die letzte kriege ich nicht. In Frankreich bestimmt. Hm, könnte tatsächlich sein. Das ist nett, Crime Steve. Danke. Wie jeder wahrscheinlich, konnte ich ganz lange meine eigene Stimme überhaupt nicht hören, wenn ich die aufgenommen gehört habe. Ich fand's furchtbar. Aber mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Mittlerweile ist sowohl meine Kopfstimme als auch meine Mikrofonstimme, sind beide meine echte Stimme. Aber wenn man das nicht gewöhnt ist, ist das super weird und unangenehm. Aber wir kriegen nie, nie die rote Münze, die letzte, nie. Ich kann's vergessen. Muss wirklich, ich guck mal, wo die hinfliegt nach der Explosion. Ja, 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 nein! Niemals. Wo fliegt die denn überhaupt hin? Ich sehe sie nicht mal. Warum muss das passieren? Warum explodiert die überhaupt? Das macht mich so traurig, das Spiel. Wir ersticken gleich wieder. Oh mein Gott, bin ich knapp an der vorbeigesegelt. Und jetzt fliegt nur noch alleine die rote Münze durch die Gegend, ohne irgendeinen Schwarm von anderen Münzen. Und ich habe keine Ahnung, wo wir eigentlich, wo die überhaupt, ich finde sie nicht mehr. Ja, das hat auch wirklich Monate, glaube ich, gedauert, wenn es reicht, bis ich mich daran gewöhnt habe, meine eigene Stimme zu hören, aufgenommen. Das ist schon super weird. Wo zur Hölle? Wirklich jetzt? Wo ist sie denn? Ich finde sie nicht mehr. Da ist sie. Wo wirbelt sie dann immer hin? Oh mein Gott! Ich kann nicht mehr. Warum hilft mir denn niemand? Ja, nein, es gibt's doch nicht. Können die Hitbox nicht ein bisschen größer machen, wenn schon ihr Gameplay nicht funktioniert? Es gibt wirklich keine andere Steueroption. Ich kann es überhaupt nicht glauben. Oh mein Gott. Nintendo, was hast du da getan? Wie konnte das passieren? Dass du sowas machst. Ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass das die schlimmste Steuerung ist, die es jemals in einem Mario-Spiel gab. Alle Mario-Spiele zusammengerechnet. Ich glaube wirklich, dass das nicht übertrieben ist. Alle Passagen aus allen Marios jemals. Ich glaube, das ist das Schlimmste mit Abstand. Ah, na super, jetzt isst mich der Fisch. Kriege ich Sauerstoff von dir, Fisch? Kriege ich Sauerstoff von dir? Kann ich die wegspülen? Holen wir jetzt lieber die rote Münze. Schnell! Jetzt schneiden wir jetzt den Weg ab. Und dann segeln wir voll drunten durch. Nein.
Der schlimmste Hate-Kommentar, der an mich gerichtet ist, den ich gelesen habe, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Zum Glück gibt es da gar nicht so viele. Und ich könnte mich nicht erinnern. Ach, Gott sei Dank, jetzt müssen wir nur noch ganz nach unten kommen, bevor wir ersticken. Ich könnte mich wirklich an keinen einzigen erinnern. Oh, ich glaube, ich muss mal kurz irgendwo schnell Münzen zwischentanken, vorsichtshalber, sonst ersticken wir auf dem Weg zum Stern. Ich dachte schon, wir schaffen das nie. Ja, stimmt. Wir wollen mehr Content, bestimmt. Aber das ist ja nicht wirklich ein Hate-Kommentar. Das ist ja eher ein Kompliment eigentlich. Okay, wir sind hier fertig. Aber ich muss jetzt trotzdem den Stern auswählen, damit wir wieder zurückkommen, oder? Egal wie viel Content du machst, das ist immer zu wenig Content. Ich würde ja selber auch gern mehr machen. Ich fände das super, wenn ich das hinkriegen würde. Aber das geht nicht. Das packe ich psychisch und zeitlich nicht. Leider. Das wäre cool. Ich habe schon öfter darüber nachgedacht, ob ich Mittwoch noch ein zusätzliches Lore-Video oder Special-Video irgendeiner Art raushauen könnte, aber das geht nicht. Leider. Weil du alles selber machst. Ja, das stimmt. Ich habe mir das auch schon gedacht. Wenn man Sachen auslagern könnte, wäre das schon auch echt gut. Aber das ist auch echt schwierig, finde ich. Ich meine, theoretisch so Sachen wie zum Beispiel, wenn sich jemand finden würde, der zum Beispiel Bock hat, die von mir eingesprochenen Texte zu schneiden. Das wäre natürlich, so Sachen könnte man vielleicht wirklich, wenn das jemand übernehmen will, abgeben. Aber das will ich niemandem zumuten, dass die von mir eingesprochenen Skripte oder teilweise, also vieles von dem, was ich einspreche, ist ja eigentlich skriptlos oder zumindest nur mit Stichpunkten oder sowas. Ich mache das sehr viel Freestyle. Das ist nicht angenehm, sich dadurch die Audioaufnahme durchzuwühlen, damit da ein einigermaßen verständlicher Text raus wird. Das ist teilweise der Großteil der Arbeit, den ich habe. Und ja, genau. Das ist, glaube ich, schwierig.